Mahlzeit Mädels und willkommen bei Max Beach Show. So, letztes Fanpaket im Musikantenstadel hier, ne? Ah, oh, freue mich hier. Von Flo. Flo hat nämlich mal Obi eingekauft. Hat gemeint, wir schicken uns, schick Max mal alles, was ich von Obi habe, rüber. Oder auch nicht. Wissen wir nicht. Was meinst du, was Flo für uns hat, Hanna? Mal reingucken? Nee, auf dem Stuhl stellen. Fliegst auf den Backen. Das ist nicht gut. Auf den Backen fliegen tut weh, aber ist mir auch so hoch. Und ich kann mich hinsetzen. Vielleicht die Einzelne geschlagen. Guck mal, das ist doch ein Brief, oder? Locker ist das ein Brief. Moin Max, deine Videos auf YouTube, ass rein. Und dein Gurkenprinzip gefällt mir einfach. Ass rein, das mir das hier gefällt. Finde ich wirklich gut. Ich bin ein Perfektionist beim Autobasteln. Mittlerweile darf es bei mir auch gurkig sein. Seitdem ich deine Videos sehe. Das ist ansteckend. So lebt man relaxed und gesund. Ist so. Ich habe hier noch gesammelte Werke, habe leider nicht alles. Hallo, wackel nicht so rum, Hasi. Ich habe leider nicht alles in einen Karton bekommen, aber irgendwann sende ich dir ein zweites Paket. Auch mit Süßigkeiten für die Mädels. Bist du Mädel? Ja. PS, wenn du mal einen gurkigen Trabant oder Wartburg verkaufen, melde dich gerne. Ich komme aus dem Rheinland rüber und willkommen ins Geschäft. Ja, ist rein. Ich habe noch ein paar Trambis zu verkaufen für 100.000 Euro. Spaß. Ja, genau. Wir machen die letzten Geschäfte. Ja. Nein, aktuell habe ich überhaupt nichts Trabi-mäßig. Ne? Ich flexe ja meistens immer durch, wenn ich die überhaupt. Was ist das denn? Was ist das? Mercedes-Benz. W210, W202, Lichtschalter, Sicherungskasten. Alter, haben die so einen fetten Kasten am Lichtschalter? Junge! Schau mal an. Am Lichtschalter dran. Ist so ein Dings dran. Gut, dass du so einen Gangerhang hast, sonst wäre ich nie drauf gekommen, Alter. Originalteil. Kabelbinder. W210 habe ich schon seit Jahren nicht mehr, ne? Die rosten immer so. Was ist das denn? Das hat Öl. Ja. Das ist gutes Öl. Das ist Dextron, das Getriebeöl. Hier Automatiköl. Aha. Das ist Küchenrolle. Ja. Was ist das? Weiß ich nicht. Frostschutz. Für den Motor. Für den Winter. Ja, genau. Warte, lass mich mal eben die Dinger hier raufpacken erstmal. Oha. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Noch kein Süßkram entdeckt. Kommt noch. Einweghandschuhe, Modell Corona. Handschuhe, Modell Corona 2. Und wir haben noch ein rotes Ding. Wieder mit Decks. Ach du Scheiße, Automatikgetriebeöl. Alter, ich sogar so mehr. Ihr habt ja mehr Automatikgetriebeöl wie Automatikgetriebe. Oha. Oha, oha, oha. Oh, hier ist nochmal so ein Gummihandschuh, Klaus. Gummihandschuh, Gummihandschuh. Kommt an im Nu. Hast du Gummihandschuh gehauen? Hast du gegen Gummihandschuhe? Machst du keine Gummihandschuhe? Mag ich wirklich nicht. Warum nicht? Weil du gerade Gummihandschuhe genommen hast. Gummihandschuh, Gummihandschuh. Soll ich dir Sand über das Maße gießen? Dann kriegst du Sand ins Auge. Headshot ins Knie. So, haben wir noch. Wir haben. Oh, da geht's ja hier noch. Ne? Das ist jetzt nicht leer. Wir haben hier Hydrauliköl. Oh, die kann man gebrauchen. Tatsächlich. Sehr gut gebrauchen. Automatiköl auch. Ne? Ich sag mal, der Pontiac, der fährt da noch mit dem ersten Öl durchgegangen. Was ist das denn? Phoebe Bilstein Polo. Wasserpumpe mit Metallflügelrad. In sexy. Das muss uns echt mal wegpacken, weil das muss da eigentlich einfach beim Polo mal gemacht werden. Was haben wir noch? Was ist das denn? Artec. Das sieht aus, wie die dafür wir viel mal kaufen. Polo. Öllampe. Oder Ölpumpe. Original Ölpumpe. Weil der. Oha. Oh, oh, oh. Geh da wieder rein, du Ölpumpe. So viel Papier, dass ich rausmachen kann. 86C Ölpumpe, ja. Ist so. Igitt, igitt, igitt. Und? Tja, da kein Vitamalz. Oh, aber haben wir auch hier. Ja. Haben wir schon so hier. Ich danke dir, Alter. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mir einen W210 kaufen werde, aber ich werde die erstmal auf Lager parken, ist dann nicht weg. Und die beiden Ölpumpen, die Ölpumpe und hier das Dingsen, hier die Wasserpumpe auf jeden Fall im Lager halten.
Weil Ölpumpenschaden 86C kommt eigentlich öfters vor, ne? Also habe ich jetzt mal gelesen, dass es öfter vorkommt. Ich habe noch keinen gehabt bisher. Mit Sieb drin. Hanna, wo gehst du hin? In die Küche. In die Küche, warum? Weil Nintendo spielen will. Bist wenigstens ehrlich. Viel Spaß. Nintendo spielen. Den rotesten Akku der Welt. Mal gucken, wie das Ding ausgeht. Ich sag ja, der ist gut eingeschlagen bei ihr. Gut, ich danke dir. Wird auf jeden Fall verwendet werden. Gummihandschuhe, gut, da fühle ich mich so ein bisschen so hier wie Kondom-Klaus oder was, aber da kann man eh nur die Daumen nehmen. Nee, die Daumen sind zu kurz, ne? Scheiße, selber gedisst. ja, wie gesagt, großes Danke. Polo-Lager und ins Ölgeräte, ne? Automatisch, doch, es kommt sicherlich vorbei. Ist das nicht hier Dextron 6, ist das nicht schon zu modern für meine Gurken? Ich weiß das nicht. GM-Dextron? Auf jeden Fall Camaro. Ah, da ist mir was ein, auf jeden Fall. So denn, dann bis zum nächsten Mal. Und großes Danke an dich. Munter.